Herzlich willkommen zum Best of Harry Metal Podcast 2016. Wacken-Fans haben in diesem Jahr den Kindergarten in Wacken mit einer Geldspende unterstützt und Iron Maiden haben Fußball gespielt gegen eine Wacken-Auswahl. Viel Spaß! Unendliche Weiten, unendliches Grün und endlich geht das los! Ja, und noch kein Matsch. Wunderbar. Frohes neues Jahr übrigens. Ja, danke. Geht's dir gut? Sehr gut. Herrlich, die Sonne im Hintergrund. Oh, ja. Da oben irgendwo. Ja, da oben. Nach dem Katastrophenjahr 2015, in dem wir ja mega abgesoffen sind, da haben wir uns 2016 schon gefreut, wenn wir nur ahnen konnten, dass die Sonne irgendwo im Himmel ist, hinter den Wolken. Da oben, da müsste sie theoretisch sein. Guten Morgen. Guten Morgen, Regina. Ah, Regina, das ist Gösis Mama. Gösi ist der Trommler von Skyline und Regina ist die Dame im Shop an der Hauptstraße. Bei Regina fanden damals die konspirativen Sitzungen statt mit Holger und Thomas und Gösi und viele andere. Die saßen da im Keller und da haben sie sich das Wacken Open Air so ein bisschen mit ausgedacht. Hast du schon was gekocht? Oh, ist das schön. Prost. Hier hausen die Waldzwerge. Da haben irgendwelche Vollidioten den Waldkindergarten zerlegt. Und Nils Christiansen, das ist einer der Gründer dieser riesengroßen Wacken Open Air Facebook-Gruppe, hatte dann die Idee, Kohle zu sammeln, um den größten Schaden finanziell abzufedern. Wir suchen eigentlich schon seit längerer Zeit irgendwie so eine kleine Aktion, womit wir den Menschen aus dem Dorf, aus der Gemeinde irgendwie mal Danke sagen können für 27 Jahre Geduld, weil das ist mit uns mit Sicherheit nicht immer so ganz einfach. Also manchmal knapp untertrieben, genau. Wir sind halt etwas lauter, aber das ist auch okay so. Aber wir können halt auch mal Danke sagen und da haben sich ganz viele Leute an dieser Spendenaktion beteiligt und da haben gesagt, Mensch, da müssen wir den Kindern in Wacken irgendwie einfach mal was Gutes tun, einfach mal zeigen, wir können auch geben, nicht nur nehmen. 2.666,66 € sind es geworden. Geile Aktion. Ich würde fast sagen, dass für viele Fans das Festival eben mehr ist als Musik hören. Viele der Fans, die hier nach Wacken kommen, einmal im Jahr, verbringen hier wohl die geilste Zeit des Jahres. Und das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen und seine Umgebung hegt und pflegt man. Und deswegen ist es wohl für den einen oder anderen Fan auch eine Herzensangelegenheit, wenn man sich in bestimmte Dinge, die das Dorf betreffen oder das Miteinander, wenn man das unterstützen kann finanziell, dass er sich mit diesem Dorf auch identifiziert und nicht nur mit dem Festival an sich. Ja. Lass den hier stehen, oder? Ich lass den hier stehen! Soll ich dolmetschen? Ja, der versteht sich nicht. Ich lass den hier stehen! Er lässt ihn da stehen, den Stapler. Jetzt verstehe ich, es war auch ein Norddeutscher, der gesprochen hat. Ich lass den hier stehen! Er sagt, es lag am Dialekt. Ich, Hessisch, Hessisch. Merkst du was? Ich lass den hier stehen! Ja, das kann man natürlich schwer verstehen, ne? Mit der Zeit klingt das nachher. 280 Platten haben die gestern verlegt. Ein paar Meter noch, dann sind die Jungs durch. Das ist hier die Hauptstraße von Wacken. Hier fährt jetzt alles lang, was hier lang fahren kann. Du hast ja ein Fingerspitzengefühl, du hättest auch Zahnarzt werden können, ne? Willst du nicht. Das ist Kakao mit Espresso und irgendeinem anderen Kram. Na, müssen wir den mal hin? Ich meinte, glaube ich, eigentlich Daniel, weil das war so ein Kaffee, den du morgens haben wolltest, weil du keinen gekriegt hattest. Weil es gibt ja so Aufbauzeiten als Herr Landsberger nicht ganz so schnell wie andere. Wenn man dann irgendwie um die Ecke geht und denkt, oh, hier kann ich einen Kaffee schnurren, und er kriegt es dann auch nicht hin, und das ist dann der Kaffeemaster, da stellt man sich schon die Frage, ob das da richtig ist. Aber über die Jahre hat er es bewiesen. Und? Bäh. Thomas! Manni ist beleidigt! Nein. Weil du ihm deinen Wetterfrosch nicht verkaufen willst, hat er mir gesagt. Thomas Hess, der hat noch einen Frosch, der ein bisschen angelernt werden muss. Wetterfrosch. Manni sagt, du hast einen Wetterfrosch und den wollte er dir abkaufen. Den will er mir aber nicht unbedingt verkaufen. Und den will er umdressieren, also auf Dithmarscherisch, aber du willst ihm den nicht verkaufen, hat er gesagt. Der spricht nur Hessisch. Ja, aber wir polen ihn um auf Norddeutschland. Er hat eine Fernsehsendung gesehen, wie man einen hessischen Wäscher, geht ja gar nicht, wie man einen hessischen Wetterfrosch
umdressiert? Ich habe mir da erkundigt. Bei Anna und die wilden Tiere. Das spricht nur Hessisch. Die hat das mal erklärt. Das riecht. Was sage ich jetzt, Manni? Der ist total beleidigt. Die Fangemeinde überzeugt Thomas Hess, mir den Frosch zu verkaufen. Der bleibt schön bei mir. Der spricht nur Hessisch. Und dann kann ich auch welcher Wetter berichten, woher sagen. Der spricht nur Hessisch. Und es bleibt so. Schönen Tag noch. Ja. Gleichfalls. Tschüss. Dieser Podcast wird jetzt. Warum standst du denn bei diesem Fußballspiel Wacken gegen Iron Maiden nicht selber im Tor? Mal Butter bei die Fische. Du bist ja nun alter Torwart.